Die HTC Vive XR Elite beherrscht Mixed Reality und Virtual Reality. Und ohne Frage ist das die Zukunft. Aber aktuell sind wir noch nicht da. Ein Riesenvorteil der HTC Vive XR Elite ist ihre Modularität. Entsprechend können fast alles an den Teilen ausgetauscht werden. Der Sichtschutz, das auf euren Augen aufliegt, das Teil, was hinten an eurem Kopf festhält, das Kopfband, ist ein externes Batteriepack, kann aber komplett weggelassen werden, dann kann es als normale Brille getragen werden und so weiter. Und HTC möchte noch weiteres Zubehör dafür veröffentlichen. Muss man dann schauen, wie viel noch in der Zukunft dazukommt. Stand jetzt ist es aber gar nicht mal so schlecht, dass man vieles an sich anpassen kann. Und gerade dieses Thema des Blendschutzes ist schwierig, weil jeder mag das ein bisschen anders. Es wird auch einen eigenen AR-Mode geben, einen eigenen AR-Sichtschutz, der dann an die Seiten zum Beispiel freilässt, damit ihr mehr von eurer Umwelt seht, weil ihr dann mehr mit eurer Umwelt interagiert. Ab Werk kommt das Ding mit einem Komplettsichtschutz, das halt primär für VR-Games ausgelastet ist. Und das Teil erfüllt seinen Zweck, ist sehr komfortabel, wird magnetisch an der Brille selbst gehalten, aber nicht so dolle. Irgendwie verrutscht es sehr schnell. Und das kann tatsächlich bei längeren Sessions ein bisschen nervig werden. Durch die Modularität ist tatsächlich die Gewichtsangabe ein bisschen schwierig, weil das Headset kann nur 270 Gramm wiegen oder mit dem externen Akkupack, das dann hinten am Kopf sitzt, 600 Gramm. Das heißt, der Vergleich zu anderen Headsets ist schwieriger, rein vom Gewicht her. Ein Riesen-Pluspunkt für Brillenträger ist die einstellbare Dioptrienstärke am Headset. Ihr wisst, wie es ist häufig für, wenn ihr Brillenträger seid und nutzt ein VR-Headset, dass ihr eure Brille abnehmen müsst. Oder wenn ihr sie tragen könnt, dass sie zum Beschlagen neigt. Das gibt es hier nicht. HTC hat quasi im Innenraum an jeder Linse einen kleinen Drehregler, an der ihr eure eigenen Dioptrien einstellen könnt. Also, wenn ihr eure eigenen Dioptrien aus dem Kopf heraus kennt, könnt ihr das ganz schnell daran ändern. Das ist ein sehr cooles Feature tatsächlich. Hinter den Linsen sitzt das Display und das löst mit 1920x1920 pro Auge auf. Also um und bei 4K. Das ist an sich ein schöner Wert, allerdings ist es ein LCD-Display. Das merkt man aber auch. OLED knallt noch mal ein bisschen mehr. Das ist kein schlechtes Display, aber gerade wenn man stillsteht und sich mal ein bisschen Dinge genauer ansieht, in der Oberfläche, in einem HUD oder sowas, merkt man dann doch noch so einen Screen-Door-Effekt einfach. Jenseits der Technik, was gibt es jetzt aber noch an Spielen für die HTC Vive XR Elite? Eine ganze Menge, aber wenig Exklusives. Eine der besten Erfahrungen, die ich mit dem Headset gemacht habe, war Maestro, wo ihr ein ganzes Orchester steuert mit euren Händen. Das kommt schon echt an Beat Saber ran. Das macht so viel Spaß, gibt es aber genauso für die Oculus und gibt es genauso für den Steam. Ist auch nichts Exklusives. Das heißt aber nicht, dass es schlecht ist. Die Erfahrung im Spiel selbst ist großartig. Habe ich viel Spaß mit gehabt, ehrlich. Nicht nur in Maestro, generell in allen VR-Titeln. Oder auch, wenn ihr entsprechende Anwendungen benutzt und wenn ihr nur im Browser unterwegs seid. Das ist alles extrem unterhaltsam. Aber es ist nicht das einzige Headset, das euch diese Erfahrung bietet. Bei der Akkulaufzeit ist die XR Elite nicht besser oder schlechter als der Wettbewerb. Inklusive dem Battery Pack hier auf der Rückseite seid ihr bei ungefähr 2-2,5 Stunden Akkulaufzeit. Das Battery Pack ist übrigens hot swappable. Das bedeutet, die Brille selbst hat einen kleinen Akku. Und wenn ihr die Nachricht bekommt, dass euer Akku leer ist, könnt ihr im laufenden Betrieb quasi das Headset absetzen und könnt entsprechend einfach das ganze Battery Pack austauschen, wenn ihr noch ein weiteres kaufen wollt. Eins gehört zum Lieferumfang, ein weiteres kostet 200 Euro. Ihr könnt die HTC Vive XR Elite theoretisch über eine Powerbank laden. Sie mag aber nicht jede Powerbank, habe ich festgestellt. Ich habe drei und von einer mochte sie. Den Rest nicht. Ganz ehrlich, ist nicht das Ende der Welt. Weil meistens ist es tatsächlich so, ihr setzt das Teil auf, ihr spielt für eine Stunde, vielleicht zwei, dann packt das zur Seite und kann es laden. Ihr schafft tatsächlich innerhalb von 30 Minuten Ladezeit eine Stunde Spielzeit rauszuholen. Die Controller selbst halten bis zu 15 Stunden übrigens offiziell durch. Gerade bei der Steuerung ist das Headset aber tatsächlich sehr weit vorne. Weil ihr habt natürlich die Möglichkeit, die mitgelieferten Controller zu verwenden, aber auch die Handerkennung selbst ist ziemlich gut. In den meisten Fällen werden eure Eingaben vernünftig erkannt und umgesetzt, ohne dass ihr halt einen Controller in der Hand halten müsst. Hier zum Beispiel in dem erwähnten Maestro könnt ihr wunderschön sehen, wie in einer Hand der Controller arbeitet und in der anderen nichts. Und trotzdem werden beide erkannt entsprechend, wo wir gerade vom Maestro reden. Die Vive wird nicht verhindern, dass es diese Dissonanz zwischen dem, was ihr seht und wie ihr von außen aussieht, gibt. Das ist nun mal so.
Es wird Momente geben, während ihr spielt, die absolut episch sind, wo ihr voller Kontrolle seid. Und von außen wirkt es dann doch eher ein bisschen. Seht selbst. Die Vive hat noch ein weiteres richtig cooles Feature, das die meisten Headsets nicht haben. Und zwar gibt sie euch die Möglichkeit, den Inhalt eures Windows-PCs im Headset zu sehen, also ein als eigener Monitor zu fungieren, den ihr direkt vor den Augen tragt. Das macht kein anderes Headset, soweit ich das weiß bis jetzt. Es gibt bis jetzt nur die App für Windows und es ist eine Beta. Das heißt, manchmal funktioniert es nicht so doll, obwohl es eine Kabelverbindung ist. Aber zumindest arbeitet man da dran. Wann und ob überhaupt eine Version von macOS kommt, ist im Moment noch nicht klar. Aber ganz ehrlich, Vive wäre blöde, das nicht einfach mal mit in Betracht zu ziehen, sich diese Zielgruppe noch mitzunehmen. Was uns auch irgendwo zur Preisdiskussion bringt. 1400 Euro kostet die HTC Vive XR Elite mit zwei Controllern. Und das ist verdammt viel Geld. Sie hat sich aber auch so positioniert, dass sie es irgendwo rechtfertigen kann. Weil als Standalone-Headset gibt es wenig, was dagegen halten kann. Zumindest bis Oculus die nächste Quest rausbringt, die Quest 3. Die könnte dagegen halten, aber Stand jetzt ist die einfach noch nicht draußen. Das heißt, Stand jetzt ist es wahrscheinlich eins mit der besten Headsets. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass sie 1400 Euro wert ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Oculus selbst einen Preisbereich von 500-600 Euro anpeilen wird. Die neue Quest 3. Und das ist einfach, sorry, HTC, ich mag euch. Ihr habt so viel im Smartphone-Segment revolutioniert, habt so vieles zuerst gemacht. Und das Ding macht so vieles so richtig. Aber ich fühle mich bei der Nutzung noch ein bisschen wie ein Beta-Tester. So Sachen sind noch nicht fertig. Das Headset ist auf dem Markt. Ihr könnt es kaufen. Und trotzdem, die Software für Windows ist noch nicht so ganz rund. Das ganze Zubehör, das es zum Beispiel noch geben sollte, ist auch noch nicht auf dem Markt. Und das ist bei dem Preisbereich nicht okay. Oh no! Anyway! Solltet ihr jetzt zum Beispiel nicht draußen rumlaufen wollen mit diesem fetten Battery Pack, könnt ihr diese kleinen Dinger hier anklicken. Ist auch relativ einfach. Ja, gibt sogar eine Funktion, dass ihr hier auch entsprechend, ihr könnt trotzdem das Headset noch über ein Battery Pack laden, hier über USB-C. Und dann könnt ihr das Teil nämlich aufsetzen, damit ihr so aussehen könnt. Tut mir leid, ich habe echt versucht, aber ich habe keinen Steampunk-Zylinder gekriegt mehr. Machen wir doch mal ein Spielchen. Ja, ich möchte wissen, was glaubt ihr, dass dieses Gasket hier kostet? Pausiert das Video und schreibt es uns unten in die Kommentare. Es gilt das Ehrenprinzip. So, alle reingeschrieben? 30 Euro. Das Ding hier ist 30 Euro, dieses kleine Teil hier ist 30 Euro. Ja, das Battery Pack ist 200. Warte mal, es sind Dollar, es sind offiziell Dollar. Das sind die Europreise trotzdem am Ende wegen Steuern. Ein Controller 150 Dollar. Ein Controller 150 Dollar. Ich will nie wieder jemanden hören, der sich darüber aufregt, dass ein Xbox und ein PlayStation Controller so teuer sind. Das ist so teuer, es gibt keine Entschuldigung. Aber dann bist du nicht die Zielgruppe dafür entsprechend. Lass mich da mal gegensteuern einfach. Es ist eigentlich relativ einfach, weil die Frage nach der Zielgruppe ist tatsächlich legitim. Weil wer gibt 1400 Euro für ein Headset aus, wenn das ein bisschen schlechter im Grunde genommen haben kann für ein Viertel des Preises und weniger. Das kann ich echt nachvollziehen, die Frage. Aber das ist genauso die Frage, wer kauft einen 3000 Euro Gaming Notebook, wenn es 1500 Euro Gaming Notebooks gibt? Es gibt Menschen, die sagen, das ist es. Das ist, was ich suche. Das löst Probleme, die ich bis jetzt hatte. Der Grund, warum ich bis jetzt kein VR-Headset hatte, ist, die Akkulaufzeit ist für den Arsch. Und das ist sie bei den meisten Standalone-Dingern. Na, du hast halt nicht wie bei der PlayStation, wo die Energieversorgung von der Konsole herkommt. Du hast ein Standalone-Headset, das vernünftig funktioniert. Software braucht noch ein bisschen Feinschliff, ohne Frage. Wie gesagt, ist auch kein OLED dahinter. Aber wie gesagt, das Ding löst für einige Menschen Probleme, die sie hatten. Das mag ich an dem Teil allerdings nicht so. Also das fand ich ein bisschen blöd, weil die Wahrnehmung deiner Welt, wenn du in diesen AR-Modus schaltest, ist extrem gut.
bis du dann deine Hände ansiehst, die irgendwie proportional anderthalb Mal größer sind, als sie sein sollten. Dieses ganze Video eskaliert gerade komplett eine Diskussion zwischen meinem Kameramann und mir, warum dieses Headset existiert. Der größte Kritikpunkt ist tatsächlich, dass der Preis einfach zu hoch ist. Und der hat ja nicht Unrecht. Wie gesagt, der Preis ist garantiert nicht ohne. Aber es ändert nichts daran, dass es ein fantastisches Headset ist. Aber bevor diese Diskussion hier noch weiter ausartet, was ist eure Meinung? AR, VR oder MR? Erstmal, was ist das beste System für zu Hause und für unterwegs? Würdet ihr euch mit sowas in die Bahn setzen oder in den Flieger? Und vor allen Dingen, was haltet ihr vom Preis? 1400 Euro. Ist das was, was ihr sagt, das ist genau euer Ding? Oder sagt ihr vielleicht, wenn es die Hälfte ist? Schreibt es uns unten in die Kommentare rein, ich will das mal wissen. Und wenn ihr schon da unten seid, ihr wisst, wie ihr unseren Channel am besten unterstützen könnt. Lasst uns einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, haut die Glocke. Ansonsten schaut bei unserem Channel vorbei für mehr coole Videos. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.